Hallo Guys, herzlichst willkommen zu meinem wöchentlich-morgendlichen Reaction-Video zu Vorschlägen, die mir YouTube hier unterbreitet. Und damit will ich einfach auch mal feststellen, wie gut der YouTube-Algorithmus wirklich ist. Also wenn die Vorschläge, die mir YouTube-Algorithmus gibt, auch wirklich die besten Vorschläge sind, ne? Da lässt sich ja streiten, wie gut der Algorithmus tatsächlich ist. Und das möchte ich jetzt eben hier mal über ein paar Wochen hinweg testen mit euch gemeinsam. Und hier wurde mir vorgeschlagen, verwendest du deine wertvollste Ressource Real Talk? Naja, irgendwie weiß YouTube, dass ich so am Wochenende immer diesen Real Talk anschaue oder sowas. Ne? Keine Ahnung. Oder er veröffentlicht und ich den auch schon ein paar Mal angeschaut habe. Also schon mal nicht schlecht. Schauen wir mal. Und verzeiht mir, wenn ich nebenbei hier so ein bisschen meine Belly Cantuccini esse, ja, Belly, keine Schleichwerbung, ja, Belly Cantuccini, weil ich nämlich ansonsten für sowas hier wie die Videos keine Zeit habe, außer während ich sozusagen parallel dazu mein Frühstück genieße, also von daher zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Also, dann schauen wir nochmal rein. Ich habe es selber nicht gesehen, das Video, ich bin sehr gespannt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Aaron. Ich habe mal wieder was auf der Brust, worüber ich sehr, sehr gern sprechen möchte. Und da bietet sich's natürlich an. Die Sonne lacht, der Himmel ist blau. Wir gehen raus ins Grüne und ich erzähle euch mal wieder was. Und zwar, es geht heute um eine, ja, um eine, ich will nicht sagen eine Geschichte, um eine Wahrheit, die ich gerade erst wieder für mich so ein bisschen erkannt habe und die für mich gerade sehr viel verändert. Bei mir verändert sich gerade in meinem Tun und Handeln gerade eine ganze Menge und darüber möchte ich heute sprechen. Und zwar, ich glaube, dass es so ganz grundsätzlich einige Wahrheiten gibt und die kennen wir eigentlich alle. Die sind uns, das ist uns bewusst oder wir haben schon mal was davon gehört. Kurze Wahrheit, die jetzt kommen könnte. Blondinen sind heiß. Ah, nee, ich meine, okay. Wir schauen mal, was er für Wahrheiten hier sagt. Mit der Wahrheit ist immer so eine Sache, ne? Da hieß es auch damals schon, der Prophet und so weiter, ne? Der kennt die Wahrheiten. Da sind dann alle hinterhergelaufen. Und dann wussten sie gar nicht mehr, wohin und es gab lauter Kriege. Okay, das muss ich, glaube ich, rauslöschen. Allerdings nutzen wir sie nicht. Und zwar, Wahrheit ist vielleicht das falsche Wort, vielleicht kann man sagen Regeln, Prinzipien oder sowas. Und zwar, das einfachste Prinzip, oder wenn ich es gleich gut erklären kann, ist der Zinseszinseffekt. Ich meine, vom Zinseszinseffekt hat eigentlich jeder schon mal was gehört. Keine Ahnung, in der 6., 7. Klasse oder sowas muss man das in Mathe berechnen, muss man... Ja, da berechnet man den Zinseszinseffekt schon und man lernt da eigentlich, wird da sehr frühzeitig rangeführt. Aber wie lange dauert es bei den Menschen, bis sie begreifen, dass sie das auch für sich selber nutzen können? In der Regel kommen die meisten Erfahrungen eher vom, ja, dass der Zinseszinseffekt gegen dich wirkt. Wie viele Leute haben Schulden? Schulden sind nichts anderes, wenn du Zinsen zahlen musst, da arbeitet der Zinseszinseffekt gegen dich. Und wie viele Menschen verteufeln diesen Effekt, dass das ja die Ausgeburt der Hölle ist und so weiter, obwohl man ihn eigentlich nutzen könnte. Das heißt, wir kennen dieses Prinzip eigentlich, aber wir nutzen es nicht oder nur ein kleiner Teil von uns nutzt es und sehr häufig arbeitet das Ganze sogar gegen uns. Es gibt aber noch etwas, das ist ebenfalls bekannt, aber noch viel weniger. Also Guys, ich mache jetzt hier mal ein paar Notizen. Ja. Der Zinseszinseffekt ist grundsätzlich immer für uns, wenn wir sparen und immer gegen uns, wenn wir Schulden haben. Das ist eine absolute Wahrheit. Habe ich das jetzt so richtig verstanden, Guys? Und wir hätten das in der 7. Klasse gelernt. Naja, ich war in der Schule meistens immer nur geistig, immer nur körperlich anwesend und nicht geistig. Von daher kann ich das nicht jetzt nachprüfen. Ja. So, das halten wir mal fest. Ich glaube, dass das jetzt keine absolute Wahrheit ist, weil es gibt ja noch sowas wie mit Schulden skalieren, Business. Ja, also die meisten Unternehmen haben Kredite,
und bauen darauf ihr ganzes Business auf, Wachstum, also traditionelle Sachen, Maschinen, Industrien und so weiter. Gibt es keine Firma ohne Fremdkapital. Das ist ein wichtiger Bestandteil unseres Systems. Und auch natürlich die ganzen Immobiliengeschichten. Ne? Also niemand kauft eine Immobilie ohne Fremdkapital. Von daher schauen wir mal weiter, was er noch sagt zum Thema Zinseszins und absoluten Warten und absoluten Wahrheiten. Ne? Ich hoffe, man kann mich hören. Ich spreche noch mal ein bisschen mehr ins Mikrofon rein. Ja, ich habe hier so ein fettes schwarzes Rohr, Mann. Ja, und manche beschweren sich immer, dass ich zu leise bin. Aber was soll ich hier rumschreien? Ja, meine Nachbarn hören mich dann, ne? Alles klar, weiter geht's. Den Menschen bewusst. Und dabei geht es um Opportunitätskosten. Ja, Opportunitätskosten hat auch jeder schon mal gehört, spätestens an der Uni. Ich glaube auch in der Schule kommt das sicherlich auch mal dran, dass Opportunitätskosten unfassbar wichtig sind. Und klar, gerade wenn man an der Börse aktiv ist, kennt man das Prinzip. Klar, wenn du dein Geld immer nur ausgibst, dann hast du nie Geld. Aber meistens ist der nächste Schritt ja dann nicht, dass man das Geld investiert, sondern dass du das Geld aufs Sparbuch packst. Und was heißt, wenn du das Geld aufs Sparbuch packst? Du kriegst ja erstmal keine Zinsen. Und da kannst du sagen, okay, natürlich, ich verliere kein Geld, natürlich habe ich keine Kosten. Doch du hast Kosten, die Opportunitätskosten. Das heißt, die Kosten der verpassten Gelegenheiten, könnte man dazu vielleicht auch sagen. Das heißt, wenn du dein Geld auf dem Sparbuch hast, hast du eigentlich versteckte Kosten, so in Höhe von offiziell 2%, was die Inflation ist. Eigentlich sind die Kosten aber noch deutlich höher. Weil was wäre gewesen, wenn du dein Geld beispielsweise in Aktien investiert hättest? Dann hättest du im Schnitt eine inflationsbereinigte Rendite von so 5-6%. Das heißt, eigentlich hast du eine Minusrendite gemacht von 7 oder 8%, weil wenn du dein Geld nur aufs Sparbuch legst und das pro Jahr. Das heißt, was wir daraus auch lernen können, ist, das Geld, was man heute zur Verfügung hat, ist immer mehr wert als das Geld, was du in einem Jahr oder in 2 Jahren zur Verfügung hast, weil das Geld, was du in einem Jahr bekommst, ist, wenn du es anlegen möchtest, einfach schon mal inflationsbereinigt 5-6% weniger wert als das Geld, was du heute bekommst. Aber, und jetzt kommt's, das ist, ich glaube, allgemein bekannt. Opportunitätskosten und Zinseszinseffekt sagt so zumindest den Zuschauern hier auf diesem Kanal relativ viel. Opportunitätskosten betreffen aber nicht nur, betrifft nicht nur Geld, sondern betrifft alles in unserem Leben. Und alles kann man eigentlich sehr schön zusammenfassen in unserem Leben mit dem Begriff Zeit. Und ich glaube, dass Opportunitätskosten bezogen auf unsere zur Verfügung stehende Zeit ein mindestens genauso großes, eine genauso große Wahrheit ist wie der Zinseszinseffekt, wenn man das einmal begreift. Und das sagst du mir, ja? Ich meine, du gehst jetzt langsam auf die 30 zu, glaube ich, ja. Und ich bin schon 30. Ja. Also ich bin schon mal noch mal 3, 4, 5 Jahre älter wie du. Und das brauchst du mir nicht erzählen. Und ich würde sagen, okay, ich kann mir schon vorstellen, was jetzt kommt. Ja. Geld kannst du immer wieder nachverdienen, aber Zeit kannst du einmal, wenn sie weg ist, nie wieder nachholen. Auch wieder so ein Absolutismus, ja, so eine absolute Wahrheit wahrscheinlich dann, die irgendwie jetzt, ich glaube, über Kanäle wie, ach Gott, wer hat das angefangen? Alex Fischer, Dirk Kräuter und diese ganzen Supergurus, diesen Spruch halt sozusagen zu formulieren, auch als Teil ihrer Werbekampagne, ja, Bücher und Zeug zu kaufen, die ja auch teilweise sehr, sehr wertvoll sind. Und sozusagen also so richtige Weckrufe eigentlich auch sind, ne? Also ich meine, wenn ich mal so denke, wie ich 20 war, also quasi vor gut 10 Jahren, nee, Quatsch, also sagen wir mal so um die Jahrtausendwende rum, ja, wenn ich mal so denke, was hatten wir da so für Zugang an Literatur und so weiter. Ich habe mich meistens in der Stadtbücherei rumgetümmelt. Wenn ich in der Uni-Nähe war, in der Uni-Bücherei. Ich war, wie ihr ja wisst, in England, in der Uni, da war es war eine relativ, naja, so eine Art Elite-Uni, ja, also keine Ahnung.
Da gab es eigentlich mal recht neue Bücher, aber es gibt natürlich auch, also es gab zu dem Zeitpunkt einfach viel, 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 viel Bücher. Also quasi wirklich, ich kann mich noch erinnern, das erste Semester, als wir dann aufgetragen wurden, was wir alles an Bücher kaufen und lesen mussten, und dann sind wir immer in die Bücherei, wo die Bücher recycelt werden. Ja? Also von den zwei Semestern, die verkaufen die Bücher dann wieder an die Erstsemester und so, dass die nicht ständig neue kaufen müssen. Und das waren, also ich weiß nicht, wie ich die alle da nach Hause getragen habe. Also da haben mir schon die Hände wehgetan, ja. Also die sind mir schon fast die Arme abgefallen. Also so hat man damals eben Wissen aufgesaugt, ja, über diese riesigen Wahnsinnsbücher, und da hast du dann irgendwie da wochenlang rumgewurschtelt mit diesen Fachbüchern. Und ich habe auch bis vor kurzem immer so ein Täschchen, was so groß ist wie ein Buch, wo drei bis vier kleinere Bücher reinpassen. Und egal, wo ich hingegangen bin, ins Café, also natürlich, wir sprechen hier von vor Krise und so. Also, wo ich halt regelmäßig ins Café gegangen bin, am Wochenende oder so. Immer diese Tasche dabei und immer irgendwie mindestens zwei, drei Bücher zum Rumschmökern, zum Weitermachen, Weiterbilden und so weiter. Mittlerweile ist es extremst selten, dass ich ein Buch in die Hand nehme, weil einfach zu viel operativ, ich bin einfach operativ komplett eingebunden, ja. Und wenn ich halt mal nicht vor dem scheiß Kasten sitze, sagen wir es mal so, also vor dem Bildschirm irgendwas rummachen muss, um Geld zu verdienen, dann möchte ich mich halt auch mal hinsetzen und einfach nur auf blöd schalten und irgendeine bescheuerte Netflix-Serie schauen, ja, um abzuschalten. Und so gesehen ist es halt heute so, dass, wie bin ich jetzt auf das gekommen überhaupt? Aber er sagt, wegen der Zeit, ne? Und es ist schon klar, wenn du natürlich Wege findest, wo du quasi passiv Geld verdienst, ja, was auch immer das genau ist dann, ja, dann kannst du natürlich mit deiner Zeit was Besseres machen. Und ja, und ich glaube, dass diese Regel auch für Frauen zeitversetzt mindestens 10 Jahre noch viel stärker gilt. Ja, es gibt gewisse Dinge, die können Frauen eben nur einen gewissen Zeitraum, und das ist nun mal sehr essentielle Dinge, wie zum Beispiel Kinder bekommen. Ja. Und ich glaube, da merkst du es auch am stärksten. Alles andere, also viele andere Dinge kannst du komplett hinauszögern, ja, und so. Ne? Also, ich meine, die Medizin ist halt schon so weit, dass wir auch immer mehr Zeit zur Verfügung haben. Aber es gibt halt Dinge, wo die Natur uns immer noch einen Riegel vorschiebt. Und das ist zum Beispiel für Frauen, Kinder kriegen. Und da halt alles länger dauert und so. Ne? Also wenn du halt sagst mal, vor ein paar hundert Jahren, ja, da sind die Menschen ja nur 30 Jahre alt geworden oder sowas. Ne? Im Durchschnitt 35 oder sowas. Ne? Die haben natürlich alles schnell machen müssen. Ja? Also und heute, wenn du denkst, ja, so die eine oder andere Frau, bis die mal aus die Puschen kommt. Ja, und mal mit ihrem Studium fertig ist und so, ist sie schon fast 30. Wenn sie, was weiß ich, Juristin oder Zahnärztin, und dann fängt die erstmal an zu arbeiten. Und dann will die auch noch irgendwie ein Kind kriegen. Ja? Also, das ist schon, also Zeit ist schon ein wichtiger Faktor. Deswegen sage ich ja immer Back to the Future. Es wird mal langsam Zeit, dass wir eine Zeitmaschine erfinden. Ja? Und mit Quantenphysik und allem drum und dran. Aber da halten mich ja immer alle für verrückt, und. Aber die Zeit wird es mit sich bringen, ne? Jetzt schauen wir mal weiter, was er noch zu sagen hat zum Thema Zeit. Kapital, welches du in einem Jahr nicht verdient hast, kannst du im nächsten Jahr verdienen. Da musst du halt gemessen, so wie ich es gerade erklärt habe, musst halt 5, 6, 7, 8% mehr verdienen. Das heißt, wenn du in einem Jahr 10.000 Euro zu wenig verdient hast, kannst du das im nächsten Jahr rausholen, wenn du 10.800 Euro verdienst. Das heißt, Kapital, ja, das kannst du aufholen. Bei der Zeit sieht das ein kleines bisschen anders aus. Zeit, die einmal weg ist, ist unwiederbringlich weg. Du kannst deine Zeit tauschen, meistens in Geld. Du kannst einen ganz normalen Job annehmen, du kannst deine Zeit verkaufen gegen Geld. Du kannst aber nicht Geld gegen Zeit tauschen. Zeit, die einmal weg ist,
ist für immer weg. Und das ist die Sache, wir sprechen so viel über Kapital und über Geld. Das ist unfassbar wichtig, ohne Frage. Aber eine Sache, die noch viel, viel wichtiger ist, ist die effiziente Verwendung unserer Zeit. Die Zeit ist es, die letztendlich tausendmal wichtiger ist als das ganze Kapital, was wir ansammeln. Das klingt vielleicht erstmal ein bisschen traurig. Wenn man ältere Leute fragt oder Leute, die kurz vorm Sterben sind, dann kommt sehr häufig die Aussage, was die Menschen bereuen. Ja, ich wünschte, ich hätte dieses oder jenes. Stopp. An dieser Stelle würde mich wirklich interessieren, ob du da jetzt nur was nachplapperst. Ja? Und es würde mich wirklich interessieren, wie viele alte, sterbende Leute du innerhalb der letzten, sagen wir mal, 12, 24 Monate tatsächlich gesprochen hast, die diese Aussage getätigt haben. Oder plapperst du jetzt einfach nur Alex Fischer nach? Ja, oder Dirk Kräuter oder weiß der Kuckuck wen? Ja? Mein lieber Aaron, ja? Ich glaube, ich kenne schon die Antwort auf diese Frage, die ich dir gerade gestellt habe. Oh, bin ich heute wieder drauf. Getan. Das heißt, man wünschte, man hätte seine Zeit besser genutzt. Und mir fällt das jetzt, so in den letzten Monaten, ist das so eine Wahrheit, die mir wieder in den Kopf gekommen ist. Wohlbemerkt durch ein Hörbuch, ich habe das Hörbuch schon tausende Male gehört. Earl Nightingale, Lead the Field. Und jetzt bin ich da wieder drauf gekommen, als ich jetzt beim Jog. Stopp. Nightingale, ist das nicht ein Musical oder sowas? Aber was ist der Nightingale? Nightingale, das hört sich an wie so eine Fairy Tale, irgendwie so Walt Disney Musical, irgendwie sowas. Nightingale. Ist das nicht so ein Musical, wo sie mit den Rollschuhen rumfahren und so? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Angehört habe, da musste ich kurz stehen bleiben und dachte, warte mal, hier geht es nicht um Geld, der redet nicht von Geld, der redet von der Zeit, von den Opportunitätskosten, die du hast, wenn du deine Zeit nicht effizient nutzt. Und seitdem, wenn ich abends im Bett liege, eine Netflix-Folge geguckt, dann frage ich mich oft... Aha! Der liebe gute Mann hat eine Netflix-Folge geguckt. Mhm. Und wenn er sagt, wir haben eine Netflix-Folge geguckt, dann war da noch jemand dabei. Wer wird denn das wohl gewesen sein? Dann war vielleicht die Zeit doch nicht so verschwendet. Erwischt. Danach ist das eine effiziente Nutzung deiner Zeit. Kommst du dadurch deinen Zielen in irgendeiner Art und Weise näher? Erreichst du damit irgendetwas, was du möchtest? Ist das eigentlich oder verschwendest du eigentlich die wertvollste Ressource, die du hast? Weil das dürfen wir auch nicht vergessen. Zeit ist die wertvollste Ressource, die jeder Mensch hat. Also geht es darum, die so effizient wie möglich zu nutzen. Und Mein lieber Aaron, was ich dir ans Herz legen möchte, während du dich selber filmst, schau immer, wohin du läufst. Wir wollen dich noch länger behalten, ja? Wir wollen nicht, dass du plötzlich irgendwo wow und dann in eine Schlucht reingestolpert bist und auf Nimmerwiedersehen. Und dann noch so die Kamera so im freien Fall. Hey Guys, ich glaube, ich bin gerade in eine Schlucht reingestolpert. Ich hätte lieber... Meine letzten Worte, verwendet eure Zeit sinnvoll, ihr wisst nie, wie lange ihr noch lebt, ja? Ihr seht fast bei jeder dritten Aufnahme, wo er läuft, stolpert er irgendwie, ja, oder läuft gegen einen Baum oder sowas. Echt witzig. Also, er hat sich ja nicht verletzt, ne? Okay. Zwei Überlegungen dazu getroffen, die mir jetzt helfen, dass das Problem der ineffizienten Zeitnutzung ein bisschen in den Griff zu bekommen. Und zwar die erste Sache ist eine Bucketlist. Das heißt, du hast einfach eine Liste, das kennt sicherlich jeder, du hast eine Liste, wo du draufschreibst, was du eigentlich in deinem Leben machen möchtest. Du musst das muss nicht von Anfang an perfekt sein, aber stell dir mal so eine Liste und schreib drauf, was du machen möchtest. Das soll jetzt nicht nur finanzielle Ziele sein, klar, kannst du auch mit draufpacken, aber insbesondere auch, keine Ahnung, was du erleben möchtest, vielleicht Orte, die du auf der Welt gesehen haben möchtest, vielleicht
ich weiß nicht, vielleicht so eine Art Vermächtnis, was du draufschreiben möchtest. Alles, was du irgendwie in deinem Leben erreichen möchtest, schreib das mal runter. Und dann, wenn du dir das alles aufgeschrieben hast, das muss, wie gesagt, nicht perfekt sein. Von Anfang an ist es überhaupt kein Problem. Du kannst da immer wieder, ich sag mal, dran arbeiten, kannst immer wieder Sachen drauf von ergänzen. Und dann, wenn du zum Beispiel am Abend, keine Ahnung, eine ganze Netflix-Staffel durchgeguckt hast, wenn ich das mache, dann habe ich danach ein richtig schlechtes Gewissen. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Stopp. Mein lieber Aaron, ich weiß genau, was du meinst. Und hier auch an meine Community und all diejenigen, die dieses Video schauen und mein Video schauen und überhaupt zum Thema Zeitmanagement und Netflix und so weiter, hier ein ernst gemeinter Rat. Also meiner Meinung nach ist Netflix der absolute Hodenschlürfer. Ja? Also das ist dazu teilweise Netflix-Serien und so weiter. Du hast ja dort letztendlich kaum normale Filme noch, weil die wissen, also Netflix ist eine Social-Media-Plattform, ist ein Streaming-Dienst, aber funktioniert genauso wie eine Social-Media-Plattform. Das heißt, oberstes Gebot ist, möglichst viele Leute möglichst lange Zeit, viel Zeit auf meiner Plattform zu ziehen. Ja, egal ob das YouTube ist oder Facebook oder Netflix oder Disney Plus oder was auch immer oder ARD und ZDF. Das war schon immer die oberste Priorität, denn desto mehr Zeit die bei mir verbringen, das kann ich alles messen, desto mehr kriege ich für meine Werbeeinnahmen und so weiter. Und desto mehr habe ich natürlich Zeit, denen mein Brand einzuflößen, die Gehirn zu waschen und so. Das geht dann eher mehr in Richtung ARD, ZDF und so weiter. Und deswegen gibt es jetzt diese sogenannten Netflix-Serien, da wo du anschaust und sozusagen Staffeln sind und dann immer so kleine Staffeln mit, sagen wir mal, irgendwie bis zu 20, teilweise 25 oder so verschiedene Untersequenzen, die 45 Minuten dauern. Jetzt möchte man sagen, okay, der normale Film dauert vielleicht 1,5 Stunden und die dauern nur 45 Minuten. Kann ich immer mal 45 Minuten ein bisschen mich relaxen, Netflix angucken und dann wieder weiterarbeiten oder irgendwie ins Bett gehen oder sonst irgendwas. Ja, also so diese typische, bei mir ist es häufig so, es ist halt, sagen wir mal, irgendwie, ich habe abends gegessen, ich habe jetzt auch zum Beispiel relativ fixe Routinen eingebaut in mein Leben, das hilft mir, um mich besser zu strukturieren. Das heißt, ich esse immer zu Abend, um 8 Uhr rum, ja, manchmal eine Stunde früher, manchmal weniger. Und dann bin ich meistens erstmal so ein bisschen, weil es ist der einzigste Zeitpunkt im ganzen Tag, wo ich wirklich einigermaßen viel esse. Ja, das habe ich mir auch abgewöhnt an mehreren, also sozusagen Frühstücken, ausgiebig Frühstücken. Das mache ich nur, wenn ich im Urlaub bin, also sprich quasi nie aktuell. Und irgendwie zur Mittagszeit rum irgendwie groß was essen, habe ich mir komplett abgewöhnt. Das ist auch so eine Sache, wo du quasi von klein auf irgendwelche Dinge zu irgendwelchen Dingen erzogen wirst. Ja, kommst du in der Schule heim, gibt fettes Essen und so weiter. Dann musst du dich erstmal 2 Stunden lang hinlegen, dann ist schon wieder nach Hausaufgaben, dann ist der Tag schon wieder vorbei. Also, und dann auch noch vielleicht noch mit Nachspeise, fette Schokoladentorte oder sonst irgendwelchen Kack. Ja? All diese Dinge muss man sich selber schauen, okay, wie funktioniert mein Körper, ja, und mein Geist und so weiter und wie kann ich mich einfach optimieren? Weil wer sagt denn, dass so wie du erzogen worden bist oder was du als von klein auch mitbekommen hast, was du wann zu essen hast oder zu tun hast oder was auch immer, ja, wer sagt denn, dass das Optimum ist für dich, für deinen Körper, wie dein Körper funktioniert, ja, jeder hat einen anderen Blutspiegel, Zuckerspiegel, ich habe zum Beispiel extrem niedrigen Blutdruck, ja, also mir tun 4, 5 Tassen hintereinander, starker Kaffee hintereinander tut mir gar nichts, ne? Dann ist er sozusagen, dann bin ich auf normalem Level erstmal und sind bei manchen, wenn sie 2, 3 Tassen starken Kaffee trinken, flippen sie schon aus. Also jeder Körper ist anders und das ist ja auch das, wo ich mir sehr viel Gedanken mache, auch ob ich nicht mal ein Buch drüber schreibe. Du wirst als Mensch in die Welt gesetzt.
Normalerweise über Mann und Frau, das heißt, das sind dann deine Eltern, ja. Und deine Eltern, die projizieren immer allen möglichen Kack, ja, alles Mögliche. Das geht bei Ernährung los, wie du denkst, wie du isst, wie du scheißt, ja, also wirklich alles. Das ist sozusagen die erste Instanz sind deine Eltern, die im Normalfall als alles nur gut meinen, aber ich sag immer, gut gemeint, schlecht gemacht, ja. Ist letztendlich genauso scheiße wie jemand, der dir böswillig eine reinhaut. Ja, nur weil jemand es gut gemeint hat, es aber schlecht gemacht hat, ja, hast du deswegen kein anderes Resultat, als wenn einer kommt und dir haut da eine rein. Ja, und der hat irgendwas schlecht gemeint und auch schlecht gemacht. Ja, also natürlich gibt es dann einen Unterschied in dem Sinne, dass ich dem einen natürlich nicht wirklich böse sein kann, sondern einfach nur das verstehen und wissen muss und dann ändern. Und das andere, wenn mir einer böswillig eine reinhaut, na gut, mit dem muss ich halt dann nichts mehr zu tun haben. Ja, also man kann auch seine Eltern abschaffen. Es gibt auch böse Eltern. Ja, es gibt wirklich alles auf unserer Welt. Aber im Normalfall haben sie gut gemeint. Aber das dann zu erkennen und dann sozusagen, was ich eigentlich wirklich jetzt nochmal auf den Punkt zu kommen, hoffentlich bald, ja. Es gibt also Mann und Frau, die setzen ein Kind in die Welt und die sozusagen in der Regel jetzt nicht so super allwissend, intelligent, super hohes Niveau und alle möglichen Dinge bewusst sich dessen bewusst sind. Also gewiss nicht Eltern meiner Generation, ja, die sozusagen aus den Nachkriegszeiten kommen und so weiter. Vielleicht sind heute insgesamt die Menschen schlauer oder was, aber es gibt auch heute noch sehr, sehr viel dummes Volk, muss ich erstmal ehrlich so sagen, die sich um all diesen Kram überhaupt gar nicht kümmern. Ne? Die leben einfach nur in den Tag hinein. Man setzt ein Kind in die Welt und projiziert dort seine Glaubenssätze, das geht alles automatisch. Warum? Weil ich werde ja wohl kaum ein Kind in die Welt setzen, dem ich dann erzähle, hey du, meine Glaubenssätze sind so und so, aber übernehmen die vor ja nicht, ne? Weil die sind alle Kacke und Scheiße. Ja? Und das werde ich als Elternteil, als Vater oder Mutter ja wohl kaum meinem Kind erzählen. Ja? Also das habe ich noch nie gehört, dass das hier ein Kind oder ein Vater oder Mutter sagt ja, oder macht. Ja? Das wäre ja sozusagen kontra seines Selbstbildes und Selbstwertgefühls und so weiter und so weiter. Also kurzum, mein Gott, ich verliere mich immer, aber ihr wisst schon, was ich damit sagen will. Das heißt, ja, genau mit der Ernährung. Ja, also abends setze ich mich hin, also nachdem ich halt sozusagen das eine einmal am Tag esse ich mehr oder weniger vernünftig, sagen wir mal so, oder etwas mehr. Und ich esse auch, ja, zum Beispiel auch sehr gerne Trennkost. Ne? Also weil ich auch gemerkt habe, dass ich dann einfach fitter bin, nachdem ich was gegessen habe. Ne? Also wenn ich zum Beispiel so eine Art Snacks esse unter dem Tag, esse ich in der Regel nichts mehr gemeinsam. Ne? Also das ist jetzt lauter Ernährungssachen und Tipps oder sowas, aber schaue für jeden, deswegen finde ich auch zum Beispiel Ernährungscoaches und solche Sachen auch sehr, ja, muss man auch sehr vorsichtig sein, weil nicht für jeden funktioniert eine Sache oder die andere Sache halt gleich. Also gut, du setzt dich halt so abends hin, zurück zu Netflix, ja. Ich setze dich abends hin und dann sage ich, okay, ich habe jetzt den ganzen Tag hart gearbeitet, jetzt ist es 8 Uhr abends. Jetzt gönne ich mir mal, sagen wir mal, irgendwie mein Fischfilet. Ich esse aktuell, ich habe schon seit Wochen kein Fleisch mehr. Meine Proteine kriege ich halt durch Fisch zum Beispiel. Ja, also ich sehe da einen großen Unterschied zwischen Fleisch und Fisch. Und ein halbes Glas Rotwein, okay. Und dann relaxe ich so ein bisschen auch dadurch, dass halt mein Körper anfängt zu verdauen. Dann sage ich, okay, jetzt schaue ich mir irgendwie eine Netflix, Dreiviertelstunde Netflix und dann gehe ich ins Bett. Und dann gehst du eben auf Netflix. Schaust eine Dreiviertelstunde und dann sind die Netflix-Sequenzen so gemacht, dass es immer zum Ende jeder Dreiviertelstunde, die dann im Übrigen auch automatisch in die nächste Sequenz reingeht, die nächste Dreiviertelstunde dieser Staffel. Und selbst wenn die Staffel vorbei ist und es gibt eine zweite Staffel, selbst die springt automatisch dann rüber. Das heißt, wenn du im Computer, ja, deine Netflix-Serie anschaust und du bist etwas weiter entfernt und hast gerade keine Fernbedienung. So schnell bist du gar nicht am Computer dran, als dass schon wieder die nächste anfängt. Ja, das ist nämlich alles
en exprès, sagen die Franzosen, ja, mit Absicht so gemacht, ja. Und dass du am Ende jeder einzelnen Serie einen sozusagen einen neuen Clou schon für die nächste Serie mitbekommst. Also sozusagen so nach Inspektor Clouseau, wie heißt der da damals? Ja, keine Ahnung, also typisch Serie halt, ja. Sodass du immer wieder einen Hook bekommst und immer wieder weiterschauen willst. Und somit ist es Teufelszeug. Weil die Wahrscheinlichkeit, wow, warum hört jetzt mein Bildschirm immer wieder auf? Seit neuestem schaltet er sich einfach ab. Ich habe ein Update irgendwie gemacht und dann seitdem macht er das. Das ist zum Kotzen. Okay, also, und deswegen sagt der, und deswegen, was wollte ich jetzt wieder sagen? Oh Mann, ehrlich, ey, war krass. Naja. Auf jeden Fall, es ist Teufelszeug im Grunde, ja, weil es teilweise völlig unmöglich ist, dass du abends sagst, okay, ich setze mich jetzt hin und schaue mir eine Dreiviertelstunde eine so eine Sequenz an und dann gehe ich ins Bett, weil du schaust dir die Dreiviertelstunde an und du kriegst dann was mit. Ja, du wirst quasi angezündet von dieser Serie, Staffel, was auch immer. Und ziehst dann die ganze Staffel durch. Das heißt, von deiner Routine, dass du 8 Uhr jeden Abend um 8 Uhr was isst, dann eine Dreiviertelstunde Netflix, vielleicht noch ein bisschen was Bücher liest oder irgendwas machst und dann halt ein paar Stretching-Übungen, ich mache ein bisschen Yoga oder irgendwas und dann gehst du ins Bett. Ja, Meditation, runterkommen, runterfahren, spätestens 22 Uhr ins Bett, dass du halt wieder, sagen wir mal, am nächsten Tag wieder fit bist nach 8 Stunden oder sowas, ja. Und dann plötzlich siehst du dich sozusagen um 4 Uhr morgens immer noch diese Netflix-Serie schauen. Und die sind so da programmiert, dass dir das passiert. Das ist mit Absicht so, dass Menschen, die eigentlich nur eine Dreiviertelstunde schauen wollten, abends kurz vorm Bett gehen, dann bis 4 Uhr, 5 Uhr morgens da drinnen hocken, sich reingezogen fühlen und nichts mehr essen, gar nicht mehr aufstehen, nur noch kurz zum Pinkeln, ja, vielleicht, und sich die ganze Scheiße anschauen. Und damit komplett ihren Rhythmus und ihren alles komplett zerstören. Ja? Egal wann auch immer sie sich entschlossen hatten, diese Dreiviertelstunde anzugucken. Und das ist nichts anderes. Das ist genau das gleiche Prinzip wie bei Gaming. Ja? Also egal was es da für Games gibt. Es gibt wirklich Games, die dich komplett reinziehen, wo du einfach nicht mehr aufhören, die so programmiert sind, dass du da einfach nicht mehr aufhören kannst. Ich hatte damals Xbox, Gott sei Dank, ist sie dann kaputt gegangen. Ja, mit diesem roten Punkt. Das ist schon 15 Jahre her oder so. So eine uralte Xbox damals, so die zweite Generation. Da gab es dieses Spiel Civilization. Hey Mann, hey. Da hast du einmal angefangen und dann habe ich das so oft gespielt, dass ich in der Weltrangliste war. Und dann wollte ich da in der Weltrangliste natürlich auch nicht, wollte ich Nummer 1 werden natürlich. Und das bin ich nie geworden. Das war irgendwie nicht möglich. Ja, du hast immer die Karotte vor der Nase gehabt. Und ich wollte aber auch gleichzeitig meine Position in der Top 10 nicht verlieren. Und deswegen habe ich immer gespielt und gespielt und es war schlimm. Ja? Und dann ist Gott sei Dank die Xbox kaputt gegangen. Und dann war das halt, also das kann dazu führen, dass du deinen Job verlierst. Ja, ehrlich. Also das ist brandgefährlich, diese ganze Scheiße. Und weil ihr eben gerade das Thema Netflix angesprochen hat. Es ist wirklich, du kannst das Ding als Aktie kaufen, meinetwegen. Genauso wie McDonald's, wenn du es unbedingt brauchst. Oder Nestle oder sowas, ja. Und hier auch wieder zu dem Punkt, wie viele Business- und Online-Marketing- und Online-Business-Coaches da draußen immer sagen: Nutzen, 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 Kommunikation, Nutzen ist das Wichtigste. Und wenn du ein Business aufbaust, Nutzen und bla bla, Nutzen, Nutzen, Nutzen. Die größten und erfolgreichsten Firmen aktuell unserer Erde sind nicht auf Nutzen auf Nutzen aufgebaut, dass sie möglichst viel Nutzen ihren Kunden und Konsumenten bringen, ja? Ganz besonders im B2C-Geschäft, ja, deswegen bewege ich mich hauptsächlich halt im B2B-Geschäft. Seit vielen Jahren mache ich eigentlich mit B2C kaum noch was und deswegen, weil im B2C-Geschäft, ganz ehrlich, also nimm mir mal eine Handvoll, schreib mir mal 10 Firmen auf ein Blatt Papier, wo du wirklich sehen kannst, okay,
diesen extrem erfolgreicher Konzern im B2C, die unglaublich viel Nutzen bringen, ja, ihren Konsumenten und ihren Kunden, ja. Also, ich wüsste gar nicht, ob wir da 10 Stück zusammenbekommen, ja. Also Google würde ich da als Alphabet, ist zwar eine Datenkrake, aber hat wirklich unser Leben verändert, meiner Meinung nach im positiven Sinne, na, weil jetzt wirklich jeder Hans Wurstel Zugang hat zu einem Haufen Wissen, wenn er weiß, wie er sucht. Ja, also Alphabet wäre einer der wenigsten, deswegen ist es auch eine große Position bei mir im Portfolio zum Beispiel, ja. Weil ich einfach an Alphabet, ja, glaube, ja, auch da gibt es vielleicht noch ein paar Nachteile, aber und deswegen würde ich mir auch nie sowas wie eine McDonald's ins Portfolio legen, ja, weil es einfach eine Frechheit ist. Ja. Also Eltern von, sagen wir mal, etwas dümmeren Bevölkerungsschichten. Ich war auch früher oft im McDonald's wegen dem Kaffee, aber nur wegen dem Kaffee, ja, weil er da sehr gut war, mal eine Zeit lang, als sie das neue McCafé da reingebracht haben, um einfach auch andere Schichten, so für mich, da reinzubringen. Und ich habe also immer meinen Kaffee getrunken dort und der wirklich gute Qualität war. Und dann habe ich da halt immer gesehen, wie halt Eltern, Mütter und so weiter mit ihren kleinsten Kindern in diesen McDonald's reingehen und da halt diesen Fraß da denen servieren. Ja, das ist ein Verbrechen an die Menschheit. Sorry. Ja. Und ich weiß es ja auch von meinen Eltern, also wie sie als Oma und Opa, meine Nichten, sozusagen immer diese Chicken Wings und so weiter da. Na gut. Und ich habe es ja auch gegessen, als ich Student war und so weiter. Na, weil du bist irgendwo in Paris oder sonst irgendwo und hast halt einfach, was willst du da essen? Du nimmst halt das Billigste, wenn du keine Kohle hast. Da sind wir wieder beim Thema Kohle. Ne? Also wie wichtig ist es, Kohle zu haben, dass du wenigstens das, was du in deinen Körper reinsteckst, ja, wenigstens da aufpassen kannst und dir das reinziehst, was halt auch wirklich, also dass du wenigstens auf so einem Level bist im Leben von Lebensqualität, dass du nicht jeden Fraß reinschaufeln musst. Das ist, also, ich glaube mal, die allerwichtigste Stufe überhaupt, noch vor Wohnen, ja. Also ich würde lieber sagen, ich wohne lieber in einer kleinen WG mein ganzes Leben und nehme dafür gesundes und wertvolles, werthaltiges Essen zu mir, ja, als wie dass ich ja, darauf angewiesen bin, irgendwie einen Dreck in mich reinzuschieben mein ganzes Leben lang. Okay, jetzt geht es wieder weiter mit der Netflix-Serie. Lass uns mal schauen, was sie hier noch zu sagen hat, mein lieber Aaron. Na? Weil ich eigentlich das Wertvollste, was ich habe, so verschwende. Und seitdem ich das so ein bisschen im Kopf habe, ist die Anzahl der Serien, die ich gucke, die Anzahl der Filme, die ich gucke, hat sich deutlich reduziert. Und auch viele andere Aktivitäten, wo ich mitbekomme, dass ich das eigentlich, na manchmal macht man das, ich sag mal, um Zeit totzuschlagen. Der ein oder andere kennt das vielleicht, dass man ja Zeit totschlagen will, auf irgendwas wartet. Eigentlich ist nichts schlimmer als das. Zeit totschlagen, du willst die wertvollste Ressource, die du hast, in irgendeiner Art und Weise loswerden, dass sie endlich vorbei ist. Das ist eigentlich sehr traurig, wenn man sich das überlegt. Also die erste Sache, die ich empfehlen kann, leg dir eine Bucketlist zu. Und die zweite Sache stammt jetzt von Earl Nightingale. Stopp, bevor ich hier Nightingale oder irgendwie sowas rezitiere, hierzu, sorry, ich muss das jetzt loswerden, hierzu eine ganz wichtige und essentielle Anmerkung eines etwas älteren Semesters, wenn ich das mal so sagen darf. Ich bin jetzt, wie gesagt, mit Sicherheit 3, 4 Jahre älter. Aber recht viel mehr nicht. Ne? Und zu diesem Punkt ist die eine Frage, die du dir stellen musst. Welche Optionen habe ich sozusagen bei mir im Kopf? Ja, wenn er sagt, Zeit totschlagen, auch ich kenne das. Ja, auch ich kenne das noch von meinen jüngeren Jahren, wo es Momente gab der Langeweile. Okay, jetzt frag du dich mal hier als mein Zuschauer, Leser, Hörer in meinem YouTube-Kanal, wann gab es in deinem Leben eine Situation, wo du Langeweile verspürt hast? Ich kann dir eins verraten, gleich mal vorweg. Gut, ab und zu habe ich, wenn ich meinen Job ausübe, ab und zu finde ich was langweilig, aber dann muss ich es halt durchziehen, okay?
Aber in meiner Freizeit oder was auch immer die Definition meiner Freizeit ist mittlerweile, ja, das ist ja auch wieder so eine Sache. Freizeit, das Wort Freizeit, die Definition von Freizeit, ja, die habe ich bei mir ja komplett umgeändert. Damals, also früher, du bist ja auch so aufgewachsen, da hast du so und so viele Stunden am Tag gehst du in die Schule, so und so viele Stunden am Tag gehst du ins Studium, so und so viele Stunden am Tag gehst du in die Arbeit. Und dann hast du so und so viele Stunden am Tag Freizeit. Dann hast du so und so viele Tage im Jahr Urlaub. Und dann hast du so und so viel bla 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 und da die da. Und das sind alles unterschiedliche Kategorien und Schubladen. Und in dieser Kategorie hast du das zu tun. Und in dieser Kategorie hast du das zu tun. Und immer genau dann aufzustehen und immer genau dann das zu machen. Also dieses Kategoriedenken, also all diesen Bullshit. Ja? Für meine Definition. Ja, also letztendlich für mich gibt es gar nicht mehr den Begriff Freizeit, weil ich in meiner sogenannten Freizeit auch da immer irgendwas mache. Ja, warum? Weil ich Optionen kenne. Optionen. Das heißt, wenn ich jetzt, hier und jetzt, eine Viertelstunde Zeit hätte, wo ich nicht wissen würde, was ich tun sollte, was eigentlich de facto nicht mehr vorkommt. Warum? Weil ich so viele Optionen habe. Also wenn du mir jetzt sagst, okay, wie viele, schreib mal auf eine Liste, wie viele Dinge ich tun könnte, um noch mehr Geld zu verdienen, um meine aktuellen Jobs zu verbessern, Prozesse nochmal zu überdenken, zu analysieren, zu überarbeiten, nochmal das zu überarbeiten, was letzte Woche passiert ist, um nochmal um das nachzudenken, was nächste Woche geplant ist, was fürs nächste Jahr geplant ist, fürs nächste Monat geplant ist. Da wird mir nie langweilig, ja? Das gibt's gar nicht mehr. Diesen Status der Langeweile, wenn du dich vielleicht selber darin findest und bist vielleicht noch jünger oder sowas, ne? Dass du eben Momente hast in deinem Leben, am Wochenende, was auch immer, zum Beispiel Sonntage sind so diese typischen Sonntage, wo uns quasi hier in unserem Breitengraden quasi vorgeschrieben wird. Hier hast du nicht mehr einzukaufen, weil alle Geschäfte sind einfach geschlossen. Ja, hier hast du auch nicht mehr einen Japaner. Ein Japaner würde sagen, hey, bist du doch komplett wahnsinnig. Der Sonntag ist der einzigste Tag der Woche, wo ich überhaupt Zeit zum Einkaufen habe. Ja, weil der Japaner arbeitet in der Regel 14 Stunden am Tag und 6 Stunden die Woche. Ja. Und das hat mich damals schon so aufgeregt, dass ich auch unbedingt mal zumindest mal eine Zeit lang aus Deutschland raus wollte, in ein Land, wo einfach die Supermärkte, wenigstens die Supermärkte am Sonntag geöffnet haben. Ja, in Großbritannien ist es das Normalste der Welt, dass du eben auch am Sonntag 4, 5 Stunden lang die Geschäfte geöffnet haben, wo du shoppen kannst. Weil es eben viele Leute gibt, die nur dann Zeit haben. Was ist denn mit den ganzen Leuten, die im Einzelhandel arbeiten, Vollzeit? Wann sollen denn die shoppen gehen? Ja, aber das ist natürlich. Ja, ist natürlich so gut in unserem Breitengraden. Na, das ist einfach der Sonntag, da wird in die Kirche gegangen. Ja, klar, alles logisch. Ja, klar, logisch. Genau, also zum Thema Zeitverschwendung. Ja, also so viel dazu. Ja. Abgesehen davon, dass wenigstens bei uns in Deutschland, jetzt gibt es ja mindestens auch schon irgendwie in Hamburg und so ein paar Städte, die das wenigstens auch, ich glaube, mittlerweile auch am Sonntag was geöffnet haben. Ne? Aber das ist halt. Ich glaube, das hat mit dem Katholizismus irgendwie zu tun. Ja, also das ist wieder so eine komische, ja, wie soll ich sagen, ja, Nachgeburt oder wie man auch immer so ein Überbleibsel da aus dieser ganzen Geschichte. Ja. Und ja, es ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ja, für mich gibt es keine de facto, für mich gibt es nicht mehr sowas wie Sonntag. Ne? Ich meine, ja, es sind halt gewisse Unterschiede zwischen Sonntag und unter der Woche, ja. Aber ich stehe am Sonntag genauso auf wie an einem Freitag, Montag, Dienstag, Mittwoch. Ja, ich gehe da genauso ins Bett, ich mache meine Routinen genauso. Ja, dieses typische oh, Montagmorgen, wieder an alles umgewöhnen, gibt es für mich nicht mehr, weil für mich mehr oder weniger jeder Tag gleich ist. Ja? Gleich lustig, gleich schön, gleich traurig. Ja, also sozusagen gewisse Routinen täglich eben da vorhanden sind. Und ich kann dir eins versprechen, dein Leben erleichtert sich um ein Vielfaches. Wenn du Routinen hast oder so, ja, also mal Struktur in deinen Tagesabläufen, wo du, sagen wir mal, die jeden Tag gleich sind, ja, weil dann einfach du dir deine Dienstleistung
diese Unterschiede nicht mehr selbst aufbaust zwischen Samstag, Sonntag und Montag und dann diese Brüche hast, ja, bis du dann wieder sozusagen auf deinem Level bist, ja, ist wieder der halbe Montag vorbei. Es gibt so Leute, da hatte ich auch mal welche, die für mich hätten längere Zeit vielleicht arbeiten sollen, und dann hat der immer irgendwie Montagmorgen war der immer nie erreichbar, ja, bis 10 oder 11 Uhr oder sowas, und bis der sich dann sozusagen mal wieder in seine Routine reingearbeitet hatte, ja, so die unter der Woche Routine, da habe ich gesagt, hey du, dann machen wir uns doch gleich so, du machst am Montag gar nichts, ne? Und so weiter. Und ja, so viel dazu, jetzt geht's so wieder weiter hier. Geld, und ich dachte immer, er spricht da insbesondere von Geld. Sieh dein Leben mal so, oder jeder Mensch hat eine Art Feld. Eine Art Feld, was man bestellen kann, was man bearbeiten kann. Und wenn wir geboren werden, dann liegt dieses Feld komplett brach. Und es liegt an uns, das zu bearbeiten. Und jeder Mensch hat ein Feld, worauf er arbeiten kann. Wenn du anfängst, auf deinem Feld zu arbeiten, wenn du deine Zeit effizient nutzt, du willst zum Beispiel Samen sehen, damit du eine gewisse, keine Ahnung, damit du nächstes Jahr im Sommer eine schöne Ernte einfahren kannst. Das Problem ist, du hast kein Geld für die Samen. Also musst du erstmal irgendwie an ein bisschen Geld kommen. Das heißt, du musst deine Zeit nutzen, indem du zum Beispiel bei jemand anderes auf dem Feld arbeiten gehst. Dann hast du vielleicht ein paar Samen, die säst du aus. Und wenn du dann nichts machst, was wird passieren? Dann wird der Regen kommen, dann wird Unkraut kommen und du wirst keine Ernte einfahren können. Das heißt, du musst immer dranbleiben an deinem Garten, du musst ihn oder an deinem Feld, du musst es bestellen. Du musst dich immer und immer weiter darum kümmern. Und wenn du dranbleibst, dann kannst du eine Ernte einfahren. Jetzt gibt es allerdings diese Früchte, die siehst du im Frühling und im Sommer sind die bereits da, dass du sie ernten kannst. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass du zum Beispiel Bäume pflanzt. Das sind, das dauert dann viele Jahre, aber dadurch hast du dann die Möglichkeit, dass in deinem Garten eine große Bäume oder auf deinem Feld große Bäume gewachsen sind, die du, wo du dann im Schatten sitzen kannst, wo du jedes Jahr die Früchte ernten kannst, ohne dass du dann jedes Jahr wieder neu sehen musst. Das sind aber Dinge, die brauchen viele, viele Jahre. Das heißt, da musst du 10, 20, eher 30 Jahre einplanen für diese großen Früchte. Und seitdem ich das so ein bisschen im Kopf habe, einmal dieses Feld und einmal die Bucketlist, frage ich mich immer wieder, ob ich meine Zeit effizient nutze. Und da kommen wir zu einer nächsten Wahrheit, zu einem nächsten Prinzip. Und das ist auch so eins, was, keine Sorge, das ist das Letzte. Das ist, kann man vielleicht Wahrhaftigkeit nennen oder Ehrlichkeit. Und dabei meine ich nicht die Ehrlichkeit gegenüber den Eltern, keine Ahnung, gegenüber den Kindern, dem Chef, sondern die Aufrichtigkeit, die Wahrhaftigkeit sich selbst gegenüber. Sich selber gegenüber einzugestehen, nutze ich meine Zeit effizient oder verschwende ich meine Zeit. Das heißt, wenn ich am Ende des Tages ich mich frage, ganz ehrlich, habe ich meine Zeit effizient genutzt? Dann gibt es so viele Dinge, wo ich mir eigentlich tagsüber sagen kann, diese Ziele haben nichts mit meiner Bucketlist zu tun, die haben mich meinen Zielen nicht näher gebracht, ich habe vielleicht sogar noch auf dem Acker von jemand anderem gearbeitet, eigentlich habe ich meine Zeit verschwendet. Und es fällt mir in so vielen Punkten auf, dass man eigentlich sich selber gegenüber oft nicht aufrichtig ist. Von daher ist vielleicht das Wichtigste, was du aus diesem Video mitnehmen könntest, ist die Aufrichtigkeit und die Wahrhaftigkeit, sich selber gegenüber, sich selber einzugestehen, ob man seine Zeit effizient nutzt. Oder da kannst du auf so viele Dinge beziehen, aber die Ehrlichkeit sich selbst gegenüber ist auch so ein Prinzip, wo ich merke, klar, das heißt, du sollst nicht lügen. Ohne Frage, das weiß jeder, aber wie oft bescheißt man sich eigentlich selber oder belügt sich selber? Das ist schon okay, der eine Burger, das ist doch nicht schlimm, das kannst du essen. Und jetzt noch die eine Folge oder die eine Staffel, die guckst du noch. Und was weiß ich nicht was, da hat jeder sicherlich andere Dinge, wo man sich eigentlich die ganze Zeit selbst belügt. Aber ja, gut. Ich musste das Video heute noch machen, weil es ist gerade so ein Ding, gefühlt jeden Abend überlege ich mir, ob ich meine Zeit effizient genutzt habe oder nicht. Und seitdem ich, manchmal, wenn ich da sitze, überlege, okay, was machst du jetzt von deiner To-Do-List als nächstes,
dann mache ich genau die Dinge, die mich meinen Zielen näher bringen. Und das müssen nicht nur finanzielle Ziele sein, ganz und gar nicht. Das, glaube ich, ist unfassbar wichtig. Ich meine, wenn du tot bist, ich weiß nicht, ob man, wenn man am Sterbebett liegt, irgendwann, das ist ein bisschen traurig, sich sagt, es ist geil, dass ich die 100 Millionen gemacht habe. Ich glaube, darum geht es nicht. Und davon hast du auch nichts. Deswegen auf die Bucketlist man nicht nur Dinge schreiben, die finanzieller Natur sind, sondern insbesondere andere Dinge. Lass es Erlebnisse sein. Ja, vielleicht auch für mich muss ein Ding so ein Vermächtnis irgendwann zu hinterlassen, vielleicht so ja, einen Fußabdruck zu hinterlassen oder sowas. Aber ja gut, das musst du heute mal raus. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Warum sollten Sie bei eToro in Aktien investieren? Da finde ich super, Fußabdruck und so weiter. Ja, klar. Ja. Bezüglich Netflix-Serien, ne? Noch mal kurz abschließend. Wenn ich mir so sage, okay, welche Art von Netflix-Serien schaue ich mir dann an? Ja, auch natürlich auch sowas wie ja, mit Heldenserien, Heldengeschichten, ne? Die wir halt alle lieben, ne? Weil wir alle gerne einen Fußabdruck und eine Legacy und so. Ne? Und da hat er schon irgendwie recht. Ich will jetzt hier keine eToro-Werbung machen, um Gottes Willen. Also, schau mal wieder rein. Wenn ihr bis jetzt mit dabei wart, bedanke ich mich wirklich herzlichst und schaut mal wieder rein, wenn es wieder heißt, dein Thomas Klein von der Mission Millionär hier auf diesem Kanal. Da geht es natürlich darum, dass wir alle finanziell frei sind und es geht natürlich, wie mein Titel hier auch schon sagt, also es geht nicht nur um das Geld, wie auch Aaron hier schon sehr wichtig erkannt hat. Es geht um Themen wie Freiheit, ja, Satisfaction letztendlich, also quasi Befriedigung, ne, dass wir. Es gibt Leute, die haben Billionen, Trilliarden, denen gehört die halbe Welt und die sind immer noch nicht zufrieden und leben sozusagen in einem stetigen Status der kompletten Unzufriedenheit, nehmen dann Drogen, springen aus dem Fenster raus, keine Ahnung was, ja, 50 Mal geschieden, obwohl, gut, das ist ja noch nachvollziehbar, ja. Aber es gibt natürlich viel Faktoren, die zu deinem Glück, ja, und beitragen, ja, und let's be honest, ja, also sagen wir mal ganz ehrlich, es geht doch unterm Strich nicht darum, wie viel Geld ich irgendwo auf Nullen und Einsen nicht irgendwo auf dem Konto rumliegen habe oder sowas, ja, sondern es geht immer darum, um welche Qualität hat mein Leben, ja, welchen Lifestyle habe ich, ja, wie, sagen wir mal, wie befriedigt ist meine Seele, ja, also muss ich ständig sozusagen mich zur Schnecke machen lassen, weil ich so abhängig bin von meinem Job, von meinem Chef oder sonst irgendwas, oder kann ich mir einfach nichts leisten, oder kann ich auch sozusagen für meine Nächsten nichts mehr leisten und die laufen dir dafür deswegen davon, ja, es ist halt einfach nochmal ein wichtiger Faktor, ja, es ist, ich möchte nicht wissen, wie viele Leute also auseinandergehen, wie viele Beziehungen am Tag, allein in Deutschland, wahrscheinlich mehrere, hunderte, aus Geldmangel, ja, weil einfach es hinten und vorne nicht reicht, weil vielleicht schon Kinder unterwegs sind und es geht einfach darum, denen was bieten zu können und so weiter und so weiter und so weiter. Also 10.000 Sachen und die einfach mit Geld zusammenhängen. Es geht nicht darum, dass du hier möglichst da viel auf irgendwelchen Konten und Aktiendepots halt ansammelst, ja, und die dann auf YouTube sozusagen hochlädst und allen möglichen Leuten dann mitteilst, welche tollen Entscheidungen du getroffen hast und was weiß ich, ja. Es geht um so viele andere Dinge und da muss ich natürlich den Aaron beipflichten. Also, bis zum nächsten Mal und wir sehen uns. Bye bye, tschüss.